Hallo liebe ARK-Freunde, hier ist wieder Tom von www.arkforum.de. Das heutige Kurstutorial beschäftigt sich mit dem Futterdruck, der ja jetzt mit der Version 189 eingeführt wurde. Ja, und wir legen einfach mal los. Im ersten Schritt müssen wir uns natürlich diesen Futterdruck herstellen. Ihr seht, er braucht 120 Wood, 60 Thatch, 40 Fiber und 8 Metall. Den craften wir uns also und warten dann, bis er entsprechend fertig ist. Er ist jetzt fertig und ist jetzt in unserem Inventar entsprechend drin. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, wir könnten jetzt diesen Druck an einer entsprechenden Stelle platzieren. Ja, zum Beispiel hier, weil wir hier ganz viele Tiere haben, platzieren wir diesen Druck jetzt einfach an dieser Hey, Stelle. wake up. Ich wache jetzt nicht auf. Und man kann jetzt hier natürlich entsprechende Sachen reinlegen in diesen Druck. Ja, ich packe jetzt zum Beispiel mal ein bisschen Fleisch rein, ein paar Beeren. Ja. Man muss dazu sagen, dass die Verfallszeiten nicht reduziert sind. Also das Fleisch verdirbt, wie ihr es sehen könnt, genauso schnell. Und ja, jetzt ist hier alles entsprechend gefüllt. Wenn ihr nochmal in dieses Inventar schaut, habt ihr hier relativ viel Platz. Das heißt, wir haben hier 90 Storage-Einheiten, wo entsprechend das Zeug reingelegt werden kann. Und die entsprechenden Dinos, sobald sie jetzt Hunger haben, bedienen sich automatisch an diesem Futterdruck. Es ist nicht genau klar, ob die Tiere jetzt hier einfach hinlaufen und dann das da rausfressen oder ob sich das Essen hier aus diesem Trog einfach rausbeamt. Wie ihr sehen könnt, das Fleisch, da hatten wir eben noch 9 Einheiten gehabt. Da sind jetzt nur noch 8 Einheiten drin. Also man kann davon ausgehen, dass die Tiere sich das Ganze entsprechend, ja, beamen oder rausbeamen, ja. Das war's von unserem Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao.